gerutscht. Ja. Aber das heißt noch lange nichts, weil seine Samus ist wirklich clean. Seine Samus ist weltbekannt. Vom Movement, ey, das ist einer der kranksten Samus-Spieler überhaupt. Ja. Wenn nicht sogar einer der weltbesten. Definitiv. Auf der anderen Seite, Radon kennen wir natürlich in Österreich auch ganz gut. Immer an der Spitze dabei. Ja, Inkling, aber ich schätze, wir können trotzdem auch andere Charaktere erwarten, wenn Inkling nicht so funktioniert, wie Raban es gerne hätte. Zum Beispiel Aegis. Ja, oder Robin. Robin spielt da auch, stimmt. Das ist so ein unerwarteter Pick, wo wahrscheinlich die meisten das Matchup gar nicht kennen. Ja, wobei gerade gegen Quick, glaube ich, funktioniert sowas nicht. Da sollte man, glaube ich, eher auf seine Fundamentals vertrauen. Eben, aber Robin ist ja trotzdem so ein Fundamental-Character, weil er hat keinen schlechten Kill-Confirms. Stimmt. Arc-Fire, Abwehr. Das funktioniert meistens immer. Also Belmont Main kennt sich aus. Ja, also was Setups angeht. Okay, Raban wagt sich etwas zu weit aus dem Fenster. Eigentlich gute Pressure, aber er hat dann den Tech versaut. Man merkt, Quick ist solche Situationen gewohnt. Immerhin spielt er einen sehr defensiven Charakter, aber dennoch sehr aggressiv offensiv. Das finde ich sehr cool. Ja, er switcht irrsinnig schnell von Defensive zu Offensive und wieder zurück. Genau. Ich finde das halt voll scary mit Charge Shot. Du weißt nie, wann er schießt. Ja. Nie. Aber ich habe erst letzte Woche ein Video gesehen. Meisten Samus-Spieler, ich habe das nie verstanden, tun nie voll schießen, es sei denn bei Kill Percent. Ja. Weil kurz bevor es voll ist und du triffst, ist es true into grab. Ja. Ja. Das wusste ich halt das nicht. Hast du bessere Confirms. Stimmt, Jab 1 und 2 connected nicht. Nice, Up-Air killed. Up-Air. So, erstmal chargen, solange man die iframes hat. Der Dash ist natürlich super, da kann er unter den Charge Shot durchdashen. Stimmt ja, das kann ja irgendwie. Das ist natürlich sehr gut in dem Matchup. Ja, das ist sehr frustrierend sicher für Quick, ich will das erfahren. So, wobei, ich glaube, ein versierter Spieler wie Quick, der wird sowas gewohnt sein. Ich glaube, der lässt sich dann nicht so leicht in die Bredouille bringen dadurch. Der wird sicher nicht umsonst Top-Spieler sein. Ich meine, der ist sicher Pressure gewohnt. Nice Up-B out of Shield. Eine sehr gute Option out of Shield. So. Ich finde es halt interessant, eigentlich willst du immer Center Stage halten, vor allem als Zoner, wo es um Stage Control geht. Quick geht aber immer zur linken oder rechten Seite. Ich fühle das, manchmal mache ich das auch, weil du willst deine Zonendistanz halten, Midrange. Aber manchmal musst du halt retreaten, um wieder ein bisschen Space zu kriegen. Ich glaube, du gibst dem Gegner auch ein bisschen so die falsche Sicherheit, wenn du wegläufst. Glaubst du, er hat die ganze Zone, dabei hat er genau die Zone, die er braucht. Das sind halt die Fundamentals von Fuzzis. Ja? Und man sieht, Quick ist sehr gewohnt, aber Raban führt noch mit einem Stock. Also, ich weiß nicht, gibt es eigentlich viele deutsche Inkling-Spieler? Ich glaube schon, aber top-mäßig. Ich glaube nicht, das besonders. Ich glaube, Inkling ist generell ein sehr unterrepräsentierter Charakter. Ja, der ist ziemlich down gegangen nach einem Jahr, glaube ich. So, obwohl er noch immer ein guter Charakter ist, finde ich. Ja. Und Up-Throw, Up-Air. Oh, nice. Das reicht nicht aus. Nice, Leute. Guten Grab. Den Grab entkommen. Oh! Ich habe schon die. Ja, aber Ariel, er konnte nicht geburied werden. Ich habe schon gedacht, er wurde begraben. Aber Raban spielt das gerade sehr safe und sehr gut eigentlich. Ja. Also sehr patient. Man merkt, er ist sehr calm und gelassen. Ja, gleichzeitig lässt er Quick nicht allzu viele Optionen übrig. Na, ich meine, beide auf dem letzten Stock, aber Raban hat auf jeden Fall einen sehr guten Polster, damit er wahrscheinlich arbeiten kann. Schöne Mothball-Bombs mit dem Movement. Und ja, genau das meinte ich. Mhm, ja. Hat gewartet. In never true gewesen, glaube ich. Erst ab Mid-Percent machst du Forward, ja? Ja, immer machst du Forward, ja. The Barrage. Jesus, der ballert ihn einfach nieder mit den kleinen Bomben. Ja, jetzt zerrt Quick an die Geduld von Raban. Schon, und vor allem mit der Rage killt so irgendein Kill-Confirm von Samus noch ein gutes Stück früher als... Nice, ja. Raban muss hier aufpassen, er darf jetzt nicht... Er killt das? Nein, reicht nicht. Nice die Eye von Quick. So, wird er sehen, wahrscheinlich. Oder der Ledge Trap wird das wichtig sein für Raban, weil je mehr Raum er da Quick gibt, je mehr Möglichkeiten er Quick gibt, zurückzukommen. Reicht noch nicht aus. Schön Attack. Nice Up, ja. Und Kill. Das war's. Ja, da hat Quick zu früh. So knapp. Nice von Raban, gut gespielt. Mich wundert es nur, dass er nicht auf Upsmash gegangen ist. Hätte die ganze Plattform gekauft und gekillt. Da war er zu zögerlich. Ah, ich weiß warum. Weil es ist ja so ein Bogen und bei der Plattform trifft es in der Mitte. Und wenn das nicht komplett geht, weil es pickt ab, dann bleibt er bei der Plattform stecken und es killt, glaube ich, nicht. Oh. Ist mir hin und wieder passiert, wenn ich mal Samus spiele. Okay. Und wie ihr vielleicht hört im Hintergrund, Raban also auf jeden Fall der Favorit hier. Nicht Seed-wise, da ist relativ Quick der Favorit. Naja. Aber in Österreich sind die meisten natürlich für Raban. Und natürlich. Wir wollen das Upset. Purple Age, Quick und Light sind die Challenger hier diesmal. Mhm. Die Deutschen. Letztes Mal waren es ja die Schweizer. Ja. Ganz Dach ist repräsentiert hier bei uns. Mhm. Bei
Breakpoint. Ah, das ist sicher Rabans Musik-Choice. Oder noch nicht? Würde mich wundern, weil eigentlich counterpickt ja der Verlierer. Was, man darf Musik counterpicken? Der die Stage pickt, finde ich zumindest, sollte die das Recht haben, Musik einzustellen. Oder man spricht sich aus, weil manchen ist es eh wurscht. Ah, ich glaube, das war Quick hat gerade die Musik ausgewählt. Sure. Schaut gar nicht aus wie so ein Persona-Fan. Stimmt. Aber wie schaut ein Persona-Fan aus? Keine Ahnung. Ich und Juli lieben Persona. Also. Also ein bisschen mehr Weeb, oder was? Ich schaue auch nicht aus wie Weebs. I don't know, ich schau nicht aus wie Weeb und ich ja, mag kein Weeb. Na gut, Game 2. Rabat hat. Genau das meine ich. Er gibt Stage Control auf und geht weg. Aber der Villager macht das auch. Das sind gewisse Archetypes, die das halt gerne machen. Schöne Up out of Shield. Mann, das Crew Attack ist so eine schöne Attacke, wenn jeder. Genau das. Ja. Vor allem gerade auf Battlefield super angenehm. Du kannst, landest direkt auf der Plattform, kannst sofort agieren. Genau. Hast die ganzen Drawbacks nicht von der API. Also manche Charakter, die das halt haben, wie Cloud, API und was weiß ich wer. Oder Ike. Ja, oder Chrome. Ja, die lieben sowas. Die haben genau. Die kommen dann halt wieder safe rauf. Plus, das hittet dann oben noch und dann können sie voll laufen. Ja. Bei gewissen Charakter. Ja, ist bis jetzt noch sehr ausgeglichen. So, Up-Tilt, okay, nice try. Das Spike und hat der Spike Hitbox, aber kann Setup in. Nice Throw. Mann, ich liebe Morphball Setups. Die sind so schön. Up-Air. Fair. Was für ein Parry? Gleich Punish mit F-Smash. Common Knowledge, dass Jab 1 und 2 nicht connecten von Samus. Ja, da ja. Geht man immer schön auf Mixer. Die meisten gehen ja nur du bist Jab im Advantage. Into something. Du bist kein im Advantage, hast du ein bisschen Zeit, Morphball oder Charge Shot, Mix-Ups. Okay, aber nur 40%, killt es noch nicht. Das stalled, Quick natürlich wieder. Ja, Samus kann das. Ich meine, ja, warum nicht, wenn du es kannst? Warum nicht? Du, Quick ist im Lead. Quick ich mein, hat eigentlich die Zeit auf seiner Seite. Inkling hat saugutes Ledge-Trapping, finde ich. Ja. Und Alex macht das zum Beispiel mal, wenn ich Richter gegen seinen Rob spiele. Er skippt mein Ledge-Trapping und das ist meine Win-Condition, indem er einfach drüber oder ja, genau. Drunter stallt. Genau. Kann man machen, es ist frustrierend, aber hey. Ja, sicher, wenn um man zu gewinnen kann, sind alle Mittel recht. Ja, sicher, wenn man die Win-Condition des Gegners umgehen kann. Nice Shot. Da hilft der. Uff. Trinke meinen Shot, wenn Quick einen Full-Charge-Shot wird. Ganz versiert, hat man gesehen. Quick, ohne mit Rippen zu zucken, kann er easy Backup platzieren. Oh mein Gott! Eieiei. Quick tritt da gleich 5 Gänge hoch im Vergleich zum letzten Spiel. Plattform drop, ja, das ist nicht immer so. Ich muss echt sagen, sieht, Quicks Movement ist Quick so krank. Ist einfach nur exzellent. Wir haben einfach gleich das gleiche, das ist wirklich so. Und Upthrow? Ja. Warum? Killt Upthrow nicht von den King? Nicht auf Battlefield. Battlefield hat die eins der höchsten Ceiling. Ja. Yoshi ist die kleinste, oder? Ja, neben Town and City hat Battlefield eins der höchsten Ceilings. Wahrscheinlich will er nicht stallen, wahrscheinlich wartet er, bis er garantiert killen kann. Damit sich gestaged ja. Ist. Aber, ja. Easy. Aber diesmal sieht es sehr zugunsten von Quick aus. Ich glaube, er hat ein bisschen adapted, was Rabans Style angeht. Kann ja, auch viel von der Stage ausmachen. Ich glaube auch. Battlefield ist ein sehr gutes Stage für Samus, gerade wegen Abi auf den Plattformen. Samus lebt super viel, hat viel Platz. Bin gespannt, ob Raban vielleicht nice nächstes Abi. Mal Battlefield eher bannen würde. Sollte er ein Game hier gewinnen. Boah, das sind so Smash 4 Klassiker-Moves, die ich gerade sehe, so an der Ledge rollen und dann throwen oder was weiß ich. In Ultimate sehe ich das kaum. Genau wie Trumping, das hat man am Anfang des Meters gar nicht gesehen, jetzt machen es einige. Die Rolle Backthrow. War wichtig. Ja, Backthrow kann killen, oder? Oh, kein Tech. Jetzt killt Inklings Backthrow? Ich glaube schon, oder? Ja, schon. Zweimal rollen, Quick Play. Quick Play. Quick Play. Okay, er frustriert. Ja, Raban kommt da nicht mehr gescheit rein. Und das Problem ist, Raban darf auch keinen Misstep machen, weil die nächste Fehler kostet Raban das Game. Schöner Snipe! Nice! Mit der Splat Bomb. Okay, wird Raban das Comeback holen mit 151%. Quick spielt aber sehr geduldig und frustrierend. Ja. Ist sehr toll. Das killt gerade so nicht. Interessant, dass es nicht killt. Das killt auch nicht. Viel zu wenig. Nicht bei dem wenigen Charge. Hup. Raban sehr geduldig. Ah, das war's. Jupp. Charge Shot, okay. Damit steht's. Raban hat da ziemlich viel Geduld bewiesen. 1-1. Ja, wir haben 1-1. Und jetzt ist Game 3. Das ist wichtig, weil wer jetzt das nächste Game gewinnt, hat Matchpoint für das nächste Spiel.
und potenziell in Game 5. Sollte es zum Game 5 kommen, hat er den Sage Counterpick. Das wäre natürlich voll insane, weil solche Games willst du eigentlich immer weiter und weiter sehen, ja, bis zum letzten Game. So, was wird gebannt und gepickt? Small Battlefield, interessant. Das ist schon eher, glaube ich, etwas, was Inkling mag. Musik darf nicht fehlen. Okay, jetzt bin ich mir absolut sicher, dass Quick Counterplay Counterpick gemacht. Bitte, bitte nimm. Na, nein, 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 nein. Was willst du, Jodeling? Bitte nicht. Na, ich will, wie heißt es nochmal? Snow Castle. Ah. Ist so ein geiler Trick. Ja, King of Fighters Soundtrack ist auch geil. Nimm Ding, wie heißt es nochmal? Second Joker, das ist so ein geiler Track. Cutting Edge on the cover. Stormy Saxophone as well. Yoris Theme ist so ein Banger. Gut, Game 3 auf Small Battlefield. Gleiche Charaktere. Ich merke, Quick ist Man of Culture nimmt den Metroid Fusion Skin. Ja, voll. Schon seit er spielt eigentlich. Ich glaube, ja. Er hat noch nie einen anderen Skin. Den gab es ja auch in Smash 4, ne? Ja, ja. Ich glaube auch in Brawl, wenn ich täusche. Ach, ich glaube schon. Weil Quick assoziiert man auch mit der blauen Samus. Ja. Quick ist die blaue Samus. Oh. Ja, okay, ja. Ich habe das Gefühl, Quick hat das Match so ein bisschen schneller rausgefunden als Raban. Aber wenn wir jetzt ein bisschen Breakdown, dann sehen wir eigentlich, dass Quick wirklich safe Distanz hält. Er lässt den Gegner approachen, das ist sein Gameplan. Ja. Und genau und dann die Approach-Options. Genau, wie man sieht. Ja, entweder mit der Fair, mit dem Charge-Shot. Und wenn er dann Advantage hat und der Gegner geledge-trapped wird, dann mit Mothball-Bomb, das geht voll klar. Und Charge-Shot auch eine gute Kill-Option, genau wie Forward, ja. Covert einfach so viel Raum über so eine lange Zeit. Und hat kaum Lag, das ist auch wieder krass. So viel hat es nicht. Ah, ja, nicht voll aufgeladen, kann natürlich eine Back Air oder eine andere Aerial mit dem Charge Shot clanken. Oder die clanken, okay. Sondern ihn zerstören. Ich finde es interessant, wie passiv die Leute spielen. Das ist so krank. So patient. Ja, Raban macht das gut. Raban schafft es ganz gut, dem Tempo zu folgen oder halt das Tempo auch runter zu. Oh, wie hat das nicht getroffen? Zu reduzieren, keiner. Sakurai, please fix! Ach du Scheiße, man, diese. Das meine ich, du weißt nicht, du hast diese Angst, wann Samus schießt. Ja, allein der aufgeladene Charge Shot ist einfach schon ein Pressure-Mittel, ohne dass man überhaupt was eben machen muss damit. Genau, du ladest und der Gegner wird geforced zu approachen, weil du willst es. Das ist genau wie beim Konga Punch oder anderen. Aber ich finde das bei Samus viel schlimmer als wie bei Mute oder Lucario. Wobei Lucario das halt wieder in Attacks canceln, das hat mehr Utility. Ja, Radar kommt einfach nicht rein. Ja, okay. Wie du sagst, Quick lässt ihn genauso viel Raum, dass er versuchen kann reinzukommen, aber insane. Er schafft es nicht. Wirklich, dieses Movement ist so schön anzuschauen. Oh Mann. Selbst die Parrys, die Raban eigentlich ganz gut drauf hat in dem Match, oh schafft er nicht. Gott, Mann, er macht dreimal die gleiche Blockstring. Aber Respekt an Raban, dass er so cool bleibt eigentlich. Ja. Trotz Charge-Shots. Ich denke mir jetzt die ganze Zeit, er schießt jetzt. Andere Spieler würden viel mehr paniken und viel mehr aus Frust Moves raushauen, die dann noch mehr gepunished werden. Du musst laden, Raban. Du bist tot, oder? Nein, das überlebt er überlebt. Noch, aber das war der Letzte, den überlebt. Der Nächste für der Apfel wurde auch getötet. Ah, der Callout. Da, perfekt. Er hat die Bombe platziert. Okay, jetzt sieht man. Hat den Jump geforced und easy mit Abwehr. Das Ding gejot. Okay, auch wenn es jetzt 2-1 ist mit den Socks. Ich glaube, Quick hat langsam Raban gedownloadet. Weil im ersten Game sah das noch ganz anders aus und ab dem zweiten hat sich das geändert. Komplett aus. Also sein Adaption-Game ist wirklich insane. Ist es auf jeden Fall. Oh! Oh! Das war's, oder? Nein! Nein! Was? Schade, schade. Das wäre ein guter Versuch. Nice, fair. Shot. Und punish den. Ja, genau das. Und die nächste. Force den Gegner zu approach und punish ihn. Hätte irgendwie nicht so eine gute Recovery, glaube ich, wäre das noch viel schneller vorbei. Charge Shot into. Oh, Power Missile. Oh, schöner Tag von Quick. Das ging so schnell. Oh mein Gott, was ein Setup. Was für ein Confirm. Eiskalt. Bewegt nicht mal das Gesicht. Du Kacke. Down and to back, ja, auf Wiedersehen. Der Brudi ist kaltblütig einfach. Jetzt haben wir ein 2-1. Quick. Insane. Noch ein Win. Noch potenzielles letztes Game.
Matchpoint für Quick. Ja, definitiv auch der Favorit in dem Turnier, im gesamten Turnier, würde genau. ich sagen. Genau, also genau die China drei 1. Deutschen sind unsere Favoriten, witzigerweise. Ich meine, wir halten zwar relativ gut mit, trotzdem würde ich sagen, die Deutschen sind besser als wir, definitiv. Würde ich sagen. Ich äußere mich mal nicht dazu, aber... Ja, ich weiß, Bro, ich bin zwar auch, ich bin auch hier Homeboy, aber I'm just better than the facts und es ist genau das gleiche wie mit Frankreich, die sind europaweit die Besten. Das, wir haben Potenzial. Schau mal. Raul hat ein paar Sachen ganz gut gemacht. Er ist super geduldig. Ich glaube, er muss aber nur schauen, wie er besser reinkommt in Quick Space. Wenn er mal drin ist, kann er mit seinen Kombos eh schnell Damage racken. Was ist eigentlich mit Purple Agent? Habe ich heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Ist der überhaupt Top 16? Ja. Okay. Würde mich wundern, wenn nicht. Winner Side hat den Qualifier gegen Yoni gewonnen mit seinem DK. Hat ziemlich brutal ausgeschaut. Ich muss mit dem Brudi noch reden, wir sind in derselben Crew und das hab ihn heute nicht einmal getroffen. Hashtag TCM. Die ganze Crowd, die hört, ist eigentlich nur Sansi. Wir sehen Robin, den Counterpick. Bin gespannt. Jetzt gibt es ein Projektil-Battle. Jetzt hat Raman viel weniger Grund reinzugehen, ja, weil er nicht darauf angewiesen ist. Jetzt ist es wirklich ein reines Fuzzies-Game mit Projektilen und Confirms. Ja. Aber Robin hat echt beschissen out of shield options. Ja, das heißt, möchte jetzt Quick dafür umso mehr in your face spielen. Mal sehen. Nice. Fire Emblem Awakening. Fire Emblem Awakening. Das war ein kleiner Test von der Production, glaube ich. Kann ich empfehlen, ist ein gutes Spiel für Redis. Jedenfalls schaut das bis jetzt immer noch. Down Smash Charge, interessant. Oh, nice. Ja, der Jab von Robin, auch sehr interessant. Zwei verschiedene Versionen. Gentleman. Elwind kann killen, glaube ich, ja, oder? Nach oben und die 1, 2, 3. Ja, stimmt, das hat die Free Jabs, ist seitlich, glaube ich. Und die Flurry Attack nach oben, glaube ich. Ja. Ist ja so ähnlich wie bei Bowser Jr., glaube ich. Nur, dass halt nur eine Flurry hat. Downfield. Ja, dafür ist defensiv wahrscheinlich schwieriger für Robin. Ich glaube, Robin wird leichter ein bisschen wertisch gehalten als Inkling, weil Inkling hat wenigstens den Roller, um ein bisschen horizontal zu mixen. Okay. Da ist er ähnlich wie Snake, ist er angewiesen auf B-Reverses, weil die Speed von Robin ist sowohl grounded als auch aerial ziemlich mäßig. Naja, Snake hat ja ziemlich beschisse Airspeed an sich, aber gute Acceleration. Ja. Also, nein, ich glaube umgekehrt. Deswegen kannst du ja auch gut mit den Nades und mit dem C4 bouncen. Das ist notwendig, vor allem bei Plattformen. Ja, ein Snake will nie auf FD spielen. Das Gefühl, dass Robin auch ähnlich darauf angewiesen ist in Disadvantage, um ein bisschen besser landen zu können. Hast du gerade den Österreich-Punish von Quick gesehen? Nein, das ist. Weißt du, was der Österreich-Punish ist? Das hat mir Biggie erst letztes Mal erzählt, wo ich hier war. Ein Jab? Gesagt, nein, Österreich-Punish ist, du machst gar nichts. Oh, stark. Man sieht, wir schenken uns nichts. Das muss der Brudi noch lernen. Er schaut echt schwierig aus für Rahmen. Ich meine, es sieht nicht so viel besser aus. Der ist gekillt und wir haben drei Stocks zu einem. Der Quick zeigt, warum er einer der besten Spieler Europas ist. Welchen Platz ist er gerade momentan gerankt? Das weiß ich gerade nicht. Es gab vor kurzem ein Ranking, aber ich muss zugeben, ich war die letzten Tage nicht sehr aufmerksam. Stimmt, ein PGR-Stat-Ranking gab es ja erst jetzt vor ein paar Tagen. Ich bin nicht sehr aufmerksam gewesen. Na, und die Backer, oh mein Gott, das ist so immer wieder so schön. Killt das nicht ganz, weil erinnert es mehr mich an Marv seine Down, ja, das ist. Ja, geht nicht. Ich glaube, dass das. Dass JV das war. Free. Nein, doch nicht. Oh. Freshman's JV 40. Denied. Na, Freshman's 40 gibt's auch noch. Hungrybox hat man erklärt, wenn du unter 40% bist, dann zählt das noch als JV. Blödsinn. Aber wir wissen alle, Hungrybox kann manchmal auch scheiße reden. Das ist absoluter Blödsinn. Aber Raban kann nicht einmal mehr zu Stage zurück. Ja. Und damit eiskalt runtergespielt. Hive Quick 3-1 gegen Raban. Sehr schön gespielt von beiden Kontrahenten. Ja, man hat gesehen.